Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und ihr, tatsächlich gucke ich irgendwie immer nach vorne, weil eigentlich ist vorne meine Webcam. Aber heute habe ich eine andere Webcam aufgebaut, nämlich mein Handy. Ich habe heute mal mein Handy aufgebaut. Für die Technikinteressierten, wie kriege ich das Android-Handy jetzt hier rein? Das ist ganz einfach. Ich nutze hier auf dem PC A-Power Mirror, heißt es, glaube ich, fürs Handy, um jetzt das Handy zu spiegeln. Und den Air-Server hier, das seht ihr im Hintergrund, der Toto liegt. Datum und Uhrzeit, okay. Und den Air-Server für die Übertragung des iPads hier, also nur mal so für die Technikinteressierten auch, die A-Power Mirror schon mal probiert haben. Es ist eine Software, die kann man frei nutzen, allerdings hat man Wasserzeichen im Bild, aber das Bild wird bei der Spiegelung nicht übertragen. Das ist das Coole. Das wird bei der Spiegelung nicht übertragen und deswegen nutze ich die mal. Ich wollte ja ein bisschen was umbauen und der Greenscreen hier ist mir auch nicht wirklich gelungen. Eigentlich wollte ich ihn auslassen, nur dann pegelt diese Software. Ich nutze eine Software auf der Kamera, Open Camera heißt die, glaube ich, und die regelt leider das Licht immer. Deswegen bin ich auch, glaube ich, unheimlich hell und vielleicht kommt meine Stimme auch ein bisschen zu spät. Ich weiß nicht, ich habe es wirklich jetzt mal ungetestet gelassen. Und aber wir haben einen Account zurück. Leute, wir haben einen Account zurück. Wollte ich euch das Ganze ganz nett am Handy zeigen. Nämlich an dem Teil hier, an dem Teil, was hier liegt. Aber das Teil hier ist kaputt. Ist mal wieder kaputt. Es lief jetzt zwei Tage. Das ist ominöse. Das lief zwei Tage. Das ist das alte iPhone von Alex. Aber jetzt zeigt es mir wieder nur so eine Batterie an, die so geladen wird. So rot, aber kein Balken, der immer weitergeht. Und irgendwie hatte der Alex das die Tage anbekommen. Also was las nahe, um diesen Account, der hier drauf ist, zu retten. Denn der war nur mit einer ID verbunden, aber nicht mit irgendeinem Google-Account oder sowas. Oder doch? Ah ne, ich glaube nur mit einer ID, meine ich. Oder doch mit Google, weiß ich nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall habe ich den Account gerettet. Und bevor das Ding hier gestern Abend ausging oder heute wieder aus war, habe ich es hier tatsächlich reinbekommen. Also wie können wir jetzt diesen Account hier... Oh, das ist aber laut. Eieiei, das ist aber laut. Wie können wir jetzt diesen Account eigentlich retten hier? Da ist er. Willkommen zurück, Toto. Alles klar, ich bin es immer noch. Und denn Alex hat schon öfter mal einen Account angefangen. Ihr seht auch, sein Name ist schief Alex, aber ich glaube, wir können uns umbenennen. Wenn ihr einen coolen Namen habt, More Settings, Change Name, also kann ich noch einmal glücklicherweise machen, dann nehmen wir uns doch den Account, oder? Und aber Alex hat schon öfter Accounts angefangen und ihr seht das schon an dem Minen- und Sammler. Alex ist auch ein Rusher. Der macht einfach, ja, er hat auch mal mit dem Clankrieg hier mitgespielt. Er ist nämlich im Clan Deutschland Ed. Das habt ihr sicherlich schon gesehen, falls ihr hier mal reingeschaut habt. Hier gibt es ja so ein paar. Hier gibt es den Bender. Den habe ich hier unten auf meinem anderen Tablet drauf, den Bender. Der müsste eigentlich auch mal was tun, aber der Bender ist auch so ein Rusher. Und dementsprechend habe ich gedacht, wir retten den Alex hier. Nur die Frage ist, wie er in beiden Dörfern so ein bisschen heftig gerusht. Ich meine, hier geht's, glaube ich, noch. Hier geht's noch. Ich glaube, er hatte sogar noch das Ding, hat er sogar noch angestoßen. Aber danach ist ihm dann das Ding kaputt gegangen. Und das ist jetzt auch schon ein paar Monate her. Also das Handy hier hat jetzt nicht nur das Problem, dass der Akku wahrscheinlich tiefenentspannt kaputt ist oder so, sondern das Ding hat noch ein anderes Problem, denn es erkennt keine SIM-Karte mehr. Da ist irgend so ein Chip drin kaputt und das kostet über 100 Euro. Lohnt sich also nicht mehr. Lohnt sich nicht mehr. Aber was sich in jedem Fall lohnt, ist, dass wir diesen Account hier irgendwie bespiegeln oder retten. Ich weiß nicht, könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, ob es sich das lohnt oder nicht. Aber der Alex hier muss, glaube ich, erstmal was bauen. Und zwar, damit wir überhaupt dieses Lager hier kriegen, das Armeelager, braucht er den Elixier-Storage, denn ohne den geht es nicht. Also stoßen wir den mal an. Und hier mache ich natürlich, in dem Hauptdorf mache ich natürlich mal ganz gerne das normale Lager, beziehungsweise die Armeelager. Ich habe aber gar nicht genug Gold und Elex. Was ich jetzt gesehen habe, das habt ihr ja hier im Bildschirmchen gesehen, beziehungsweise im Thumbnail, er ist echt voll. Entweder ist das jetzt ein Bug und das Ding kann es eigentlich nicht, weil die Version von Clash of Clans ist aktuell und wenn ich den jetzt aufnehme, ich kann ihn echt aufnehmen. Er war schon ein paar Tage länger nicht hier, muss man ganz klar so sagen. Und er hat auch nur zwei Bauarbeiter, das kommt noch dazu, weil der wieder alle Gems dieser Welt ausgegeben hatte. Ist klar, die anderen Sachen räume ich etwas später mal ab. Und
Ja, mal sehen, wir müssen jetzt erstmal auf 500 Gems kommen. Irgendwie müssen wir mal gucken, was wir hier machen können, beziehungsweise hier im Profil. Und wir suchen uns vielleicht mal einen aktiven Clan, würde ich sagen. Das Coole ist, ich habe hier so ein paar Nachrichten tatsächlich noch drin. Denn hier aus Deutschland, Ed, das war jetzt noch bei der Liga oder beziehungsweise vorher 40 Tage, vor 47 Tagen hat mich der Chaos hier eingeladen. Ob der mich immer noch nimmt, mal gucken, ich gehe mal rein. Hurra, ich bin jetzt bei der Gummibärchenbande. Die werden jetzt komisch gucken. Huhu. Huhu. Und nur der eine wird mich kennen, nämlich der Chaos selber wahrscheinlich. Ich keine Ahnung, warum der hier mich auf allen Accounts hier zum Freund macht oder sowas. Aber hier können wir jetzt schon mal die Armeelager anstoßen. Und warte mal, wir machen mal, glaube ich, ein Armeelager. Und hat Alex schon die Clanburg eigentlich gelevelt hier? Ah, hat er auch noch nicht gemacht. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun und wir können natürlich ein bisschen angreifen mit dem Kollegen hier. Machen wir auch mal. Ich denke mal, wir finden relativ schnell was. Was haben wir denn? Zwei Blitz. Okay, komische Truppe, aber egal. Komische Truppe, aber egal. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so richtig war, diesen Account überhaupt mal wieder zu bespielen. Das, was ich jetzt natürlich spielmäßig mache hier, ist, dass ihr eigentlich mal seht, wie ich eigentlich immer aufnehme. Ich gucke natürlich immer nach vorne. Ich bin jetzt auch ein bisschen überbelichtet, glaube ich, vom Licht her. Aber ich will mal irgendwie eine andere Kameraposition finden und vielleicht auch mal eine andere Kamera nehmen, weil die Handykamera ist natürlich noch mal eine ganze Ecke anders als die Webcam, die ich habe. Das ist eine 10920 Pro. Die ist auch schon nicht schlecht, ja. Ist auch schon, aber Handykamera ist noch ein kleines. Kann man noch ein bisschen schärfer machen. Ich habe jetzt 1080p gewählt. Oh, den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. Und allerdings kriegen wir da nicht ganz so viel geblitzt hier. Ist da was im Ausbau? Kann man das erkennen? Nee, ne? Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Aber ich glaube, wir nehmen mal mit 2x2 schafft man hier natürlich gar nichts. Mit 2x2 schafft man hier nichts. Aber egal, vielleicht kriegen wir hier ein bisschen außen geräumt. Ah, die erwischen mich da schon. Okay, die erwischen mich da schon. Da müssen wir hier ein bisschen rum. Ich wollte gerade sagen, Bartsch, aber wir haben gar keinen Bartsch dabei. Wir haben gar keinen Bartsch dabei und wir brauchen natürlich ein bisschen Elex später. Allerdings habe ich ja noch die. Ich habe ja noch diese dicken Lager da, ne? Ja, ich habe ja noch die dicken Lager. Dann nehmen wir das die mal hier rein. Alex hat halt an gar nichts gedacht hier, als er sich diesen Account hier erschaffen hat. Und, oh, das ist immer noch so laut. Mal ein bisschen leiser machen. So. Und hat natürlich an gar nichts gedacht, also nehmen wir dem hier mal nur so ein bisschen Gold und Elex weg, mehr nicht. Ich gucke hier immer irgendwie nach vorne, ist egal. Ich weiß, dass die Kamera da ist. Aber es gibt ja immer den einen oder anderen, der beschwert sich, ey, wieder nicht mit Facecam oder ohne Facecam. Ja, ich weiß. Ich weiß auch nicht, wo meine Augen sind. Keine Ahnung, meine Brille ist irgendwo abhanden gekommen, glaube ich. Irgendwo abhanden gekommen und kriegen wir den, ah ne, den kriegen wir nicht mal mehr auf 30%. Naja, okay. Aber ein bisschen haben wir wenigstens gemacht und wie weg, wenn wir den CW verrecken, bin ich weg. Okay, ah, ich habe aber schon mal eine Liga, das ist schon mal nicht schlecht und ich kann hier auch Quick trainen, das ist auch cool, aber ich kann auch gar nicht so viele Zauber machen. Okay, ja, Zauberschüssel müssen wir dann auch noch hochbringen. Zauberschüsselchen müssen wir auch noch hochbringen und hier haben wir nur so ein paar Truppen. Oh, was hat Alex denn da gemacht? Okay, ich nehme immer ganz gern Barbaren, aber da haben wir ja auch noch nicht so wirklich viel, ne? Heieieiei, schwierig, schwierig, schwierig. Mal gucken, ob wir ungesehen ans Rathaus kommen. Mal sehen, ob wir ungesehen an die Meisterhütte kommen. Ja, kommen wir auch schon mal ungesehen ran, das ist schon mal nicht schlecht. Können wir vielleicht noch hier einen nehmen und noch einen hier darauf schicken. Jawohl, guck mal, läuft er bei uns. Gestern lief es ja nicht so bei mir, aber heute läuft es hier wie geschnitten Brot. Und keine 50%, okay, aber einen Stern haben wir gemacht, einen wenigstens. Und oh, wir gewinnen damit sogar, alles klar. Jetzt muss ich aber schon warten, weil ich jetzt gar nichts mehr ausbauen kann. 24 Minuten braucht er da oben noch. Da können wir vielleicht was forschen. Ah, wir können was forschen, okay, dann machen wir 3 Stunden nur. Dann machen wir das mal, bringen wir mal ein bisschen was in die Forschung rein, weil wir ja unverschämt sind. Dann nur Max-Truppen, oder? Babylon. Egal. Boden. Danke. So, Bodentruppen. Wunderbar, wir haben eine Liga. Hatte der auch noch nicht. Und achso, ich wollte ja mal reingucken, wo wir hier so ein paar Gems kriegen. Denn die ersten Gems kriegt man eigentlich schon recht früh.
Wir kriegen den hier jetzt Goblins. Da müssen wir ein paar Sterne machen auf der Goblin-Karte. Das machen wir lieber offline, also ohne euch. Und Sweet Victory. Okay, 1250 Trophies. Oder müssen wir noch ran? Okay. Da müssen wir ran. Was haben wir hier noch, wo wir was schaffen können? Clan Castle zu 4, das schaffen wir leider nicht. 2000 Mauern schaffen wir auch nicht. Ja. Mal gucken, hier unten im Dunkeldorf vielleicht irgendwas. Irgendwas im Dunkeldorf. Ah, connect your account to Supercell ID. Das gab ja 50 Stück, okay. Weil der Alex hat die alle ausgegeben. Es ist schon ein bisschen traurig. Es ist schon ein bisschen traurig, dass er alles ausgibt. Und 200 Trophys in Vesus Battles gibt auch nochmal 10. Okay, da können wir aber hinkommen. Ja, mal gucken. Mal sehen. Wir kriegen sicherlich hier was gebacken mit dem Account. Schauen wir mal. Wir wollen mal gar nicht so hoch stapeln. Ich bewahre mir die mal gerade auf hier. Danke auch. Und wir brauchen ein bisschen mehr Elex als Gold. Boah, hat der viel. Okay, der hat zwar viel, aber... Ach, jetzt habe ich glaube ich auch... Ah, jetzt habe ich eine gute Truppe am Start. Die ist auch viel besser hier. Okay. Ich kann aber immer noch nichts blitzen, oder? Hat sich nicht wirklich gelohnt. Okay, dann gucken wir mal, ob wir den hier wegkriegen. Den Minenwerfer wenigstens. Schaffen wir den, bevor die Luftabwehr das schafft. Jo, schaffen wir. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Hier die Magier mit rein. Ein paar Bauhütten. Gibt ja auch eine Tat, mache ganz, ganz viele Bauhütis. Oh, die Riesen gehen gut durch hier. Okay, aber jetzt gleich da am Magierturm wird es natürlich schwierig. Ich behalte mal meine Clanburg erstmal und lass den mal auslaufen hier, den Dings. Ich sehe das vorne immer noch so ein bisschen. Ah, sieht aber ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Das ist schick. Jawohl. Ist egal, Leute. Mal so ein paar Spielereien machen. Ich werde die Kameraposition sicherlich noch ein bisschen einpegeln oder einpendeln, aber ich habe jetzt heute mal gedacht, weil alles ist immer bei mir von vorne und da ist alles so eng und deswegen hatte ich mir gedacht, mach sie mal von da, mach mal ein bisschen andere Technik, mal einfach mal was Neues. Ich musste mal wieder ein bisschen rumspielen, so will ich es mal sagen, aber den räumen wir echt auf Null, wa? Boah, krank. Sehr schick. Eieiei, das ist cool. Das ist cool, da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen, noch wenigstens einen Angriff mit euch machen. Ich überlege mal, wie wir hier jetzt weiter vorgehen, ob ich gleich in meinen alten Clan wieder zurückgehe oder so. Mal gucken, will er ja nicht unbedingt bei der Gummibärchenbande bleiben. Ist jetzt nicht so mein Clan, nicht so vom Namen her, Alter. Ich habe ja alles weggeschossen hier. Okay, kriegen wir damit schon einen Tagesbonus? Ja, 140.000 auch nochmal. Wunderbar, und ich bin schon eine Liga jetzt weiter. Ah, nicht schlecht. Habt ihr auch schon mal so einen Account gerettet? Oder gehen euch gerade, warte mal, ich baue die nochmal nach. Oder habt ihr auch schon mal ein Handy gehabt, wo nur der Account drauf war, ohne dass ihr ihn gesichert habt? Was natürlich sehr schade ist. Ihr solltet auf jeden Fall eure Accounts immer hier sichern. Kurzer Cut, machen wir noch ein oder zwei Angriffe. Wow, Leute. Das hat jetzt echt lange gedauert. Das hat jetzt wirklich lange gedauert. Ich habe mich auch schon gewundert, warum das so lange dauert. Ich habe noch mal ein bisschen nachjustiert. Jetzt ein bisschen, ich glaube, eben waren meine Haare so ein bisschen auch leicht transparent. Aber wie gesagt, ist alles Beta hier. Und aber tatsächlich habe ich mich gewundert, warum baut hier so eine Armee so lange. Und dabei ist mir dann aufgefallen, dass Alex zwar Kasernen hat, aber die können die Magier noch gar nicht. Er hat nur eine einzige Kaserne. Das müsste diese hier sein, die überhaupt die Magier können. Also dauert es ein bisschen, wenn ich die baue. Aber ich kann 150 Gems natürlich hier erspielen. Und ein Heldenbuch. Okay, das Heldenbuch kriege ich nicht ganz hin, glaube ich. Aber die 150 Gems, die würde ich natürlich gerne mitnehmen. 14 Tage, das schaffe ich in jedem Fall, wenn ich jetzt noch pro Tag so ein, zwei Angriffe mache oder sowas. Erstmal kann ich natürlich aus dem Pott leben, also aus der Karre leben. Denn ich brauche ja eigentlich gar nichts, aber wir müssen immer gewinnen, deswegen dürfen die Dörfer auch nicht so schwer sein für mich. Sonst habe ich ein kleines Problem hier und kann dementsprechend nicht agieren. Oh, Mann. Naja, okay. Ah, das sieht schon ganz gut aus. Ein bisschen Gold, aber Gold brauche ich im Moment nicht. Ich habe aber eben noch was anderes gesehen, zeige ich euch gleich, was ich damit meine. Und ja, das ist ein gutes Dorf hier. Da können wir gewinnen. Aber wir kriegen bestimmt, obwohl die Luftabwehr brauche ich eigentlich gar nicht, oder? Na doch, die Luftabwehr müssen wir machen. Wir müssen unbedingt mehr Zauber haben, Leute. Das geht gar nicht.
Wir müssen unbedingt mehr Zauber haben. Der hat keine Clanbuch. Okay. Man kann ja auch mal überrascht werden. Ne? Man kann auch mal überrascht werden, dass jemand hier Clanbuch hat. Hat er da eine Falle? Okay, da hat der gerade geschossen. Dann können wir sicherlich hier unsere Mauerbrecher reinschicken. Oh, alle Mauerbrecher weg. Ey. Jetzt aber Prank hier. Das geht ja gar nicht. So, wir schicken von hier hinten auch noch mal so ein paar Loonies los und machen hier mal so außenrum so ein bisschen. Ich weiß, die Luftabwehr schießt jetzt, ja, soll sie ruhig. Mal sehen, ob wir das nicht doch noch irgendwo packen. Na, sieht ganz gut aus. Jetzt ist nur noch die Luftabwehr da, also. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt nur mal 18 Mal, glaube ich, noch gewinnen. Und dann schaffen wir das hier schon. Es ist echt witzig, kann ich euch sagen, Leute, dass ich jetzt so nach vorne gucke. Aber ich glaube, die Quali der Kamera ist gar nicht mal so schlecht. Bisschen blöde wäre es jetzt, wenn das Telefon oder das Handy klingeln würde. Aber ich habe den Rand natürlich so ein bisschen beschnitten. Also den Rand habe ich beschnitten. Ich habe den Rand beschnitten, Leute, nichts anderes. Und müsste allerdings jetzt immer nach vorne gucken. Ne, nicht nach vorne, nach da. Ich müsste immer so ein bisschen nach da gucken. Können wir sicherlich auch machen, zum Ende hin. Okay, ich baue die nochmal nach und ihr seht, die braucht 25 Minuten jetzt, die Armee. Meine Herren, aber egal, wir haben jetzt hier schon mal 2 Siege drin. Aber ich habe gesehen, Alex hat hier auch noch gar nicht alles gebaut hier. Ressourcen ist klar, das sind 3 Bauhütten, aber ihr seht das hier an Verteidigung. Er hat noch nicht mal alle Mauern gebaut, 4 Stück fehlen ihm da noch. Okay, und der Feger, also wir haben hier reichlich zu tun. Und ich denke mal, den Account können wir in jedem Fall ein bisschen weiterspielen. Mal sehen, vielleicht wird es irgendwann mal der beste Account, den ich habe. Aber morgen seht ihr den besten Account, den ich habe. Also heute ist Montag. Ihr seht die Folge am Dienstag, in der Folge am Mittwoch. Denn ich bleibe jetzt einfach mal sitzen, mache das einfach nochmal weiter so. Vielleicht verschlimmbessere ich doch noch ein bisschen was. Mal gucken. Alles klar. Wenn euch das Ganze trotzdem ein bisschen gefallen hat, also ein bisschen Technikgeplänkel, dann lasst mir einfach jetzt am Ende einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Das ist immer unten. Da an der Stelle ist das immer da. Und die Glocke stellen, da verpasst ihr auch nichts mehr. Und vor allen Dingen auch keine Livestreams. In dieser Woche gibt es nämlich noch einiges zu sehen. Bis dahin, Freunde. Euer Toto. Ich guck jetzt mal nach da. Clasht.